Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Interior Struggles. Ich habe diese Serie bereits auf Instagram begonnen und es geht einfach darum, dass wir alle irgendwo mit unserer Einrichtung vielleicht hier und da am Struggeln sind und vielleicht nicht genau wissen, wie wir was gestalten sollen. Auch mir geht das wirklich, wirklich sehr oft so und ich habe an der Menge der Nachrichten, die ich von euch bekommen habe, gemerkt, dass es euch auch so geht. Und deswegen dachte ich mir, ich rufe diese Serie ins Leben. Wir sprechen einfach so über Struggles, die vielleicht viele von uns haben. Ich gebe euch dann da Tipps oder was ich vielleicht machen würde. Und ich würde sagen, nehmt euch einen leckeren Drink und dann starten wir mal in die Interior Struggles Part 1. Wo wir gleich beim ersten Struggle wären. Natürlich liegt hier die ganze Zeit mein Adapter schön im Video. Naja, also ich habe mir Fragen von euch rausgesucht. Wie gesagt, ich hatte so einen Fragensticker in meiner Story und ich habe noch nie so viele Antworten auf einen Fragensticker bekommen wie zu dieser Serie. Was mich natürlich irgendwie gefreut hat, weil ich gemerkt habe, okay, es geht auch nicht nur mir so. Deswegen schauen wir jetzt einfach direkt mal rein. Ich habe mir einfach ein paar Fragen rausgesucht, die öfter kamen, wo ich vielleicht mehr von euch gleichzeitig einen Tipp geben kann. Ich weiß jetzt schon, dass es hier einige Parts geben muss, weil einfach so viele Fragen gestellt wurden. Aber das war kein Problem. Wir haben ja Zeit. Die erste Frage, die ich mir rausgesucht habe, Wohnzimmerteppich. Welche Farbe, welche Größe? Es ist eine Herausforderung. Fühle ich. Nicht nur, weil sie auf der einen Seite eine super gemütliche Atmosphäre schaffen können in vielleicht auch ein minimalistisches Zuhause, sondern weil sie auch Räume voneinander abtrennen können oder Bereiche voneinander abtrennen können. Bei Teppichen ist meine persönliche Meinung lieber größer als kleiner, vor allem zum Beispiel im Wohnzimmer. Achtet darauf, dass die vorderen Füße eurer Möbel, also zum Beispiel des Sofas, immer noch auf dem Teppich stehen können. Also dass der Teppich nicht vor den Möbeln aufhört. Das lässt den Raum eher klein und gedrungen wirken, im Gegensatz zu wenn der Teppich mehr vom Raum ausfüllt, dann wirkt es einfach einladender, größer und das ganze Wohnzimmer-Setup wirkt dann vielleicht eher wie eine Einheit. Ich blende euch jetzt hier mal ein paar Beispiele ein, wie ich es auf keinen Fall machen würde. Ihr seht den Unterschied zwischen, wenn man einen kleinen Teppich einsetzt oder einen großen. Ich finde, es macht einen Riesenunterschied. Und um jetzt nochmal auf die Farbe einzugehen, das ist wirklich eine total individuelle Entscheidung. Ich habe ja jetzt einen sehr natürlichen Ton und einen sehr natürlichen Teppich aus Jute, den Instagram-Teppich, wie ich schon an der einen oder anderen Stelle gelesen habe. Und den mag ich gerade total gerne. Ich kann mir aber auch in der Zukunft wieder was etwas Helleres vorstellen. Das ist wirklich einfach total Geschmackssache. Ich würde mit dem Teppich einen Ton wählen, der sehr neutral ist. Also einen Teppich, der vielleicht nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, sondern eben eher dafür da ist, um diese ganzen Elemente zu einem gemeinsamen Setup zu machen. Material ist natürlich auch, wie man es möchte. Ich möchte noch einmal ganz kurz erwähnen, wir haben ja den gleichen Teppich im Wohnzimmer und im Schlafzimmer, einfach weil ich ein großer Fan davon bin, diesen ganzen minimalistischen und vielleicht auch eleganterem Look mit den Chromelementen etc. etwas Natürliches entgegenzusetzen. Und deswegen habe ich ihn sowohl im Wohnzimmer als auch im Schlafzimmer. Und wir haben aktuell in der Küche über den Herbst und Winter unseren Outdoor-Teppich vom Balkon liegen. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Tipp für manche von euch, die in der Küche sich einen gemütlicheren Look wünschen. Oft sind ja Küchen gefliest. Da haben wir dann einfach nach dem Sommer gedacht, was machen wir jetzt mit unserem Outdoor-Teppich? Wir könnten ihn doch eigentlich in die Küche legen. Genau das haben wir gemacht. Der liegt jetzt hier und ist eben, weil es ein Outdoor-Teppich ist, super pflegeleicht, weil er halt auch mal nass werden kann oder auch mal was drauf tropfen kann. So, ich glaube, wir schließen das Thema Teppich ja jetzt hiermit ab und gehen dann zur nächsten Frage. Und zwar habt ihr mich mehrere Male gefragt und ich habe diese Frage auch ständig in meinen DMs. Wie mache ich das mit den ganzen Kabeln? Man sieht bei mir keine Kabel. Ich kann euch entwarnen, auch bei mir gibt es Kabel, die ich mir am liebsten wegwünschen würde. Ich versuche einfach nur mit so gewissen Tricks
sie nicht so sichtbar zu machen. Zum einen versuche ich, das überschüssige Kabelmaterial mit Kabelbindern zusammenzumachen, sodass es einfach nicht zu diesem Salat kommen kann. Außerdem versuche ich, wenn ein Kabel zum Beispiel irgendwo am Boden entlang läuft, dass ich ein Bild davor an die Wand stelle. So ist das zum Beispiel auch bei uns im Schlafzimmer. Und ich habe jetzt letztens erst mir eine Kabelbox gekauft. Eigentlich eine einfache Lösung. Ich weiß auch nicht, warum es so lange gedauert hat, weil wir hier hinter dem Sofa wirklich jetzt monatelang einen Kabelsalat hatten und ich hatte es satt. Und jetzt habe ich das Ganze eigentlich ganz gut im Griff, jedenfalls hier hinter dem Sofa. Ein weiterer Tipp, den ich auch im Wohnzimmer angewendet habe, ist, wir haben eine schöne Mehrfachsteckdose. Diese schöne Mehrfachsteckdose, die hole ich dann einfach vor, wenn ich sie brauche. Zum Beispiel, wenn ich auf der Couch sitze oder so, dann hole ich die einfach vor, kann mein Handy laden und es sieht nicht nach einfacher Mehrfachsteckdose aus. Also es gibt natürlich mittlerweile auch super viele kabellose Varianten, vor allem zum Beispiel von Leuchten. Das ist vielleicht noch ein interessanter Tipp, dass ich einen Kabelkanal auf unseren Fußleisten entlang gelegt habe, der dann zum Beispiel hinter dem Sideboard jetzt verschwindet und man das Kabel einfach auf dem Boden nicht sieht. Die haben meistens sogar schon so eine Klebeseite, die man dann einfach nur noch auf die Fußleiste draufkleben muss. Ein weiteres Beispiel ist unser Fernseher. Unser Fernseher ist einfach schon sehr kabelreduziert. Wir haben ja diesen Samsung The Frame Fernseher, der wirklich nur ein einzelnes Kabel vom Fernseher weg hat, damit es aussehen soll wie ein Bild. Und die Kabelbox, die habe ich dann tatsächlich hinter unseren Gardinen versteckt. Also die liegt da dann einfach am Boden und die Gardinen liegen über dem Kabelsalat. Also der Kabelsalat ist oft auch bei mir vorhanden, er ist nur einfach weniger sichtbar. Das sind so kleine Tipps und Tricks, aber so einen richtigen Hack bezüglich Kabeln habe ich auch nicht. Ich versuche einfach nur, sie weniger sichtbar zu machen. Adding some color decoration to neutral homes. Als könntet ihr meine Gedanken lesen. Ich experimentiere schon seit einer Zeit mit ein bisschen Farbe in meinem Zuhause. Vielleicht seht ihr hier auch schon ein Bild, das ich in den letzten Wochen gemalt habe. Es ist noch nicht ganz fertig, aber ich habe richtig viel Spaß daran, aktuell mit Neonfarben zu experimentieren. Ich kann den Struggle verstehen, auch ich tue mir schwer dabei, welche Farben eigentlich zusammenpassen, weil in der neutralen Farbpalette ist es ein bisschen einfacher, würde ich mal sagen, Töne zu kombinieren. Mögt ihr eher kühlere Töne wie lila, blau, türkis oder fühlt ihr euch wohler bei wärmeren Tönen wie orange, gelb, vielleicht auch ein warmes Pink? Natürlich kann man diese Farbfamilien aber auch mischen. Also ihr müsst nicht in dem kühlen oder dem warmen bleiben. Ihr könnt alles verbinden. Interior ist nicht an Regeln gebunden, sondern macht das, womit ihr euch wohlfühlt, was ihr gerne seht für euch und probiert vielleicht erstmal mit Accessoires aus. Und ich kann sehr gut verstehen, dass es vielleicht ein bisschen überwältigend ist, wenn man das erste Mal so ein bisschen Farbe zulässt. Das ist auch bei mir der Fall. Ich habe jetzt einfach versucht, mit gewissen Accessoires oder Dekoartikeln anzufangen. Also ich werde mir jetzt nicht ein pinkes Sofa kaufen und dann vielleicht in ein paar Monaten feststellen, dass das gar nicht mein Ding ist. Ich werde jetzt erstmal versuchen, mit einer bunten Decke, mit einer bunten Vase. Ich habe ja den pinken Spiegel, den ihr auch alle immer so gerne mögt. Einfach mit solchen Elementen so ein bisschen mit den Farben zu spielen und dafür ein Gefühl zu bekommen. Und wenn man dann sagt, hey, das macht richtig Laune, dann kann man immer noch Möbel umstreichen oder sich Möbel in knalligeren Farben kaufen. Eine weitere gute Möglichkeit, Farben ins Zuhause zu integrieren, sind auf jeden Fall Bilder. Auch ich bin hier gerade so ein bisschen auf der Suche nach Farbklecksen, aber minimalistischen Farbklecksen, wenn das Sinn macht. Ihr fragt mich auch immer ganz oft, woher ich meine Bilder habe. Die meisten, die ich aktuell hier habe, was ja nicht so viele sind, mache ich tatsächlich selbst. Und hier habe ich auch schon mal überlegt, ob ich hier mal nicht ein Video dazu machen soll, wie ich diesen ganzen Malprozess angehe. Also probiert euch da aus, Farben über Bilder zu integrieren, ist wirklich eine gute Möglichkeit. Ist natürlich auch sofort und schnell wieder geändert. Also wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr es gleich wieder wegmachen. Oder ein Nagel ist schnell mal in die Wand gehämmert und man kann dann einfach ausprobieren, wo gefällt mir das Bild am besten, welche Farben gefallen mir am besten und wie gefällt mir einfach der Gesamteindruck. Genau. Struggling with a cold bathroom with no window. Ich fühle es sehr. Wir haben leider auch kein Fenster im Badezimmer. Und das Badezimmer ist nach wie vor so eine kleine Baustelle, jedenfalls in meinem Kopf, weil ich hier einfach selbst mir total schwer tue, das Bad modern und gleichzeitig gemütlich zu machen.
Was ich persönlich in meinen Bad integriere, sind Holzelemente. Ich habe da zum Beispiel so eine kleine Holzbank stehen oder ein Holzregal. Einfach um mit diesen Elementen, mit diesen Texturen ein bisschen Wärme und Gemütlichkeit ins Bad zu bringen. Außerdem Badteppich, ganz, ganz wichtig. Damit man morgens nicht mit den Füßen auf die kalten Fliesen treten muss, besorgt euch auf jeden Fall einen Badteppich, vielleicht in einem neutralen, kuscheligen Ton. Dadurch, dass ja sowieso schon wenig Licht vorhanden ist, macht Farbe ein Bad ohne Fenster oft einfach noch dunkler. Das ist auch der Grund, warum ich bisher mein Bad noch nicht gestrichen habe. Ich weiß aber, dass es auch gut aussehen kann. Es ist wirklich total individuell. Was ihr aber auf jeden Fall auch integrieren solltet, sind gute Lichtquellen. Wir haben zum Beispiel an der Decke einen 3-Spot-Strahler, wenn man das so nennt. Und die Spots leuchten dann erstmal indirekt die Wände an, damit die Wände, die bei uns weiß sind im Bad, strahlen und diese Helligkeit abgeben. Also ich würde in einem dunklen Bad auf eine Beleuchtung verzichten, die das Licht sehr streut, weil dadurch einfach schnell ein sehr ungemütlicher Effekt reinkommt, teilweise auch ein sehr kühler. Was mir persönlich auch noch im Bad fehlt, ist eine Akkuleuchte. Ich möchte unbedingt auch mit einzelnen Lichtspots arbeiten, weil das einfach nochmal so eine total gemütliche Atmosphäre in ein Bad bringen kann. Also, wir fassen nochmal zusammen. Natürliche Materialien, Texturen wie Holz, Licht an den Decken, eventuell eine Wandfarbe, die vielleicht ein bisschen wärmeren Ton aufgreift. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall erstmal genug Gesprächsstoff für heute gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch im nächsten Video wieder, wenn es wieder um Interior Struggles geht. Ich würde auf jeden Fall wieder einen Fragensticker bei mir in der Instagram-Story setzen. Da könnt ihr mir dann eure Fragen stellen, eure persönlichen Struggles. Das ist auch so was Typisches hier. Kein Schluck getrunken. Ich bin echt eine schlechte Trinkerin. Also hier eine kleine Erinnerung an euch. Stay hydrated. Wichtig. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Und dann freue ich mich jetzt schon auf das nächste Video. Bye, bye.